Hochbetrieb auf jeden Fall bei Dancing Stars. Da drüben steht das nächste Paar schon bereit. Hubert Neubauer und Katrin Menzinger. Ja. Euch fehlt ja noch ein Tango auf der Tanzkarte, gell? Na, dann holen wir das jetzt nach. Tango, ein Tanz, der den Hubert gerade an seinem wunden Punkt trifft, nämlich den schlechten Haltungsnoten. Was mir wirklich fehlt, ist die Haltung. Es ist immer noch Kopf drinnen, Schulter hochgezogen. Raus, raus, raus. Diese Woche ist Tango und da werden wir jetzt an der Haltung noch mehr arbeiten. Ab jetzt gehe ich so. Ich finde, ich habe eine gute Haltung, wenn ich mich da reinschaue. Ja, tanzen wir ja auch noch nicht. Es bleibt ein bisschen zu wenig Zeit zum Automatisieren. Und wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren muss, ist in dem Moment alles andere weg. Ich weiß wieder nicht, ich weiß wieder nicht. Können wir das nochmal langsam, ja, die Passage, dass ich reinkomme? Mit Haltung oder ohne? Ohne. Okay. Weil wenn ich an die Haltung denke, ist es fast unmöglich an den Schritt. Sogar so alltägliche Dinge wie eine juckende Nasen. Na, gibt's das? Können zum Problem werden, weil eben die Gehirnkapazität ausgeschöpft ist. 5, 6. Moment. Gibt's das? Nein, das gibt's nicht. Nein, muss ich mir nicht schneiden, es ist beste die Nasen. Jetzt geht's. Und dann sind noch die aus dem Sport entstehenden Probleme, dass man das Gleichgewicht verliert. Schatz! Was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich umgefallen wie ein Käfer. Was ich noch nie gehabt habe, dass man sozusagen in die Weichteile Schläge kriegt und die ignorieren muss. War das jetzt in die Eier? Mhm. Ab dann hat's, aber der musste ja beinhart sein. Hey, aber das erste Mal, dass ich dir die Eier gehauen habe. Mhm. Juhu, bravo. Trotz all dieser Umstände sollte man an der Haltung arbeiten. Soll ich mal Gerüst bauen? Und es ist irgendwie keine Verwunderung, dass sie dann nicht so passt, wie man sie haben will. Ja, aber die Schultern wieder um wie ein Arschgeigen. Ein Trick, die Haltung wiederzufinden, ist auf die innere Stimme zu hören. Und die innere Stimme muss man einprogrammieren. Kontrolliere die Haltung, Schultern. Kontrolliere die Haltung. 1, 2, Haltung. Und wir haben einen Tango. Jackie Miller, Baby Brown. Haltung. Ich bin jetzt im Semifinale und irgendwie ist die Motivation jetzt schon da, das Beste zu geben, um ins Finale zu kommen. Und das Beste heißt, den Tanz oder die Tänze, die wir vorgekriegt, perfekt über die Bühne zu bringen. Panel 2, Hubert Neuper und Katrin Menzinger tanzen einen Tango.
Bravi! Hubert Neubauer und Katrin Menzinger. Hubert geht ein bisschen komisch, aber... ja. Es tut mir so leid. Ist die Kinderplanung eigentlich abgeschlossen, Hubert? Eis? Darf ich was anbieten? Eis? Irgendwas? Nein, Jana kennt keinen Schmerz. Wenigstens keine Piepstimme, dann ist das schon in Ordnung. Der Mann war letzte Woche wirklich fertig. Ich habe selten einen Kandidaten von uns gesehen, der so überrascht darüber war, dass er in der nächsten Runde steht. Warum? Ja, ich habe es erst einmal gerechnet. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, weil die Lisbeth hat so viel Positives weitergegeben, deshalb hat sie so viele Anrufe gegeben. Weißt, die hat die Leute motiviert. Und dann haben wir gedacht, es war eine Traumzeit. Und dann hat es mir richtig high runtergehauen, wie du uns als erstes aufgerufen hast. Ja, ich habe es gesehen. Aber es ist herrlich. Aber du kannst für den Fall des Falles, dass du im Finale bist oder ihr im Finale seid, hast du schon einmal deine Mama zum Muttertag eingeladen, oder? Genau, weil der Muttertag könnte, wenn genug Anrufen ausfallen, deshalb gell, ist das die Einladung, bitte. Alles gratis heute. Das Glasl Wasser am Tisch. Nicole, der zweite Tango des Abends. Ja, unser Tangero am Königelberg heute Abend. Wow, da ging die Post ganz schön ab. Ich muss sagen, mir hat das Gesamtbild sehr gut gefallen. Das Lied war ganz toll. Ihr seht super, wirklich ganz elegant und auch sexy aus. Und ihr habt sehr schön getanzt. Die Atmosphäre war da, der Ausdruck war da. Die Haltung ist immer noch ein bisschen ein Sorgenkind, aber es war in der ersten Hälfte war schon viel, das ist das, sagt man nicht, war schon viel, viel braver. Ja, in der zweiten Hälfte ging es dann wieder ein bisschen zurück, aber ich muss sagen, du hast daran gearbeitet und ich kreide dir das hoch an, du machst das immer und du bist der Älteste jetzt im Semifinale. Ja. Das soll dich nicht stoppen, ins Finale zu tanzen, nein, okay? Motiviert. Naja, die geduckte Haltung am Schluss ist verständlich. Die zählen wir mal einfach nicht mit. Aber jetzt geht's schon wieder. Jetzt geht's schon wieder. Hannes. Ja. Die Haltung zu Beginn fantastisch. Du meinst das jetzt? Ja, das imponiert, diese schauspielerische Leistung. Ja, wie man das alles verkraftet und trotzdem voll auf ist. Ich kann nur gratulieren. Ich hole mir dann ein paar Tipps, okay? Ich freue mich. Ich bin überzeugt, wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön und auch euch vielen Dank. Wir sehen uns ja nochmal beim Salsa. Hubert und Katrin sind auf dem Sprung ins Finale, aber dazu fehlt ihnen noch der Salsa und außerdem noch ihre Unterstützung von zu Hause. Falls die beiden also ein Paar im Finale sind für sie, dann anrufen 09010 59 0902. Ich weiß, was? Heute brauchst du nichts zum Trinken, tu nicht so. Jetzt nicht gut. Kompliment für das Kleid, ist wirklich schön. Also, ich muss mal Elster gewesen sein, ich habe schon am Abend gesagt, das Gold, Silber, das Schwarz, das hat was, das ist großartig. Dir geht's gut? Ja. Auf den Tango hast du dich gefreut? Richtig. Oder? Bis zum Schluss. Naja. Das ist jetzt. Ja, wir haben es alle mitbekommen. Aber das war richtig. Das war wirklich hart. Das war richtig. Du hast dich erholt, komm. Ja, okay, das ist alles weg. Okay. Außerdem bin ich schmerzresistent geworden. Du hast ja wirklich ein bisschen gelitten. Du hast schon das eine oder andere Dings. Also wenn sie den jetzt knockert zeigen, der nicht knockert jetzt gleich, aber so, wenn er das auszieht, der hat hier ein Tape, glaube ich, da ist der Tape, da ist der Tape, ja. Da ist der Tape. Der hat das ganze Büromaterial aufgebracht, das da irgendwo zum Finden war. Hubert. Ja, bitte. 3 Monate tanzen. Auf das schauen wir, aber vor allen Dingen auch du zurück. Was würdest du sagen jetzt, wenn du so ein bisschen nach hinten schaust, das kann man jetzt schon im Semifinale, was ist es, was du nach Dancing Stars, auch noch über Dancing Stars hinaus mitnehmen kannst? Ich muss jetzt ehrlich sagen, gell, ich habe mich ja sehr stark mit dem Leben einmal auseinandersetzen müssen vor 10 Jahren, wo ich es völlig verloren habe, kurioserweise bei aller Erfüllung glücklicher und gängiger Kriterien für Glück. Und wenn ich das Dancing Star jetzt hernehme, ist es das Leben, gell? Man ist irgendwie euphorisch und man erlebt so viele fantastische Dinge, aber es gibt auch diese zweite Seite, die Polarität, wo man irgendwann wirklich an die Leistungsgrenze kommt und da gilt es dann, weil man hat sich ja dazu entschieden, den Verstand zu kontrollieren und zu sagen, ach ja, das gehört dazu, zu neutralisieren und mit der gleichen Euphorie, wie man den Erfolg ertragt, das zu ertragen. Und das muss ich ehrlich sagen,
taugt mir irgendwie, dass ich das jetzt anwenden kann, dass es nicht nur mehr Theorie ist, sondern in der Praxis umgesetzt. Also Tänze ist ein Wahrtraum. Ja, ist ja noch nicht vorbei. Es ist ja noch nicht vorbei. Aber es, es gibt Höhen und Tiefen, genau. Berge, Täler. Und vor allem muss man bei Dancing Stars durch ein Tal gehen, das da heißt, die ungarische Tiefebene, bitte die Punkte. Nicole. 9. Golasch. Leiht sich noch Punkte von... Gar nicht so tief. Nicole aus. 9. Hannes, bitte. 8. Und Thomas. 8. Insgesamt 34 Punkte. 34 Punkte. Der neue Rekord. Ja? Bad Mitterndorf. Ah, übrigens, ich möchte noch was sagen. Gratulation, unsere Conchita Wurst, die kommt ja aus Mitterndorf. Die hat es ins Finale schon geschafft. Ja, die ist praktisch da hineingeflogen. Ein Mitterndorf ist schon im Finale. War eh schon im Finale, gell? Okay. Also, jetzt vielleicht... Nein, nicht abreißen. Da, aus diesem reichhaltigen Salsa-Angebot, bitte einen ziehen. Das sagt man im Skifahren ja, oder? Im Skifahren sagt man auch, zieh. Ja, zieh. Zieh. Jetzt so, bitte. Ja, gib her. Ja, bitte. Ich mach auf. Kannst du das noch lesen? Dann freue ich mich. Da steht... Nummer 4. Nummer 4. Und was steht da noch drauf? Lesen kannst du. Killer. Also, ich brauche Requisiten, bitte. Darf ich mal anschauen? Nein, die trinkt dabei ich für euch. Wir horchen. Wir hören. Kommt da noch irgendwas für Tequila oder ist das die CD bereits ertränkt worden? Es ladet. Na klar, das ladet ein bisschen länger. Bei Tequila braucht ihr ein bisschen. Ja, klar. Ja. Ja, da. Tja. Da kommt aber nichts. Nein, der kommt nicht. Da kommt aber nichts. Aber wir probieren es nochmal. Wer weiß. Aber es gibt in jedem Fall auch eine Ersatz-CD, die unten ist. Also ihr kriegt in jedem Fall eure Musik. Ja. Und der... Ja! Ja, da bin ich... Das spüre ich schon, die Schulter. Super, wir freuen uns. Ihr freut euch? Genau, okay. Warte mal, Sie schauen, dass der aufdeckt. Das wird Tequila mit Ei. Doris und Tequila. Bitte sehr, das ist eure CD mit eurem Salsa. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Umziehen, schminken, runterschwitzen, üben. Ihr habt, wie alle, circa eine halbe Stunde Zeit. Also,